steht eigentlich alles drin, aber lassen Sie mich trotzdem ein paar Worte dazu sagen, weil es auch da mit den Resolutionen zusammenhängt, die noch folgen werden. Ich finde, manchmal kann man eine westliche Politik einfach verzweifeln. Russland übernimmt in Syrien internationale Verantwortung, da spielt die Türkei verrückt und schießt ein russisches Flugzeug ab. Wieder funktionieren nur die Reflexe des Kalten Krieges. Wieder ist es die Politik, die wir seit 1989 leider betrieben haben. Wir hatten 1989 die Chance, Russland in eine europäische Ordnung einzubeziehen. Wir haben das verbrochen. Und liebe Freunde, wir haben 1989 vom Ende der Geschichte gesprochen und daraus hatte ich die Hoffnung, dass daraus abgeleitet wird, dass die NATO sich nicht nach Osten erweitert. Genauso ist es aber leider gekommen, obwohl wir inzwischen alle wissen, dass bei den Verhandlungen, bei den 2+4-Verhandlungen der damaligen noch Sowjetunion zugesichert wurde, dass sich die NATO nicht erweitert. Ich weiß, da kann man heute sagen, ja, da gab es noch den Warschauer Pakt, da hat sich die Weltlage verändert. Aber wenn man eine Änderung durchführen will, dann kann man das nur mit dem Partner machen, mit dem man das versprochen hat. Und es kann nicht sein, dass man gegen Russland eine Politik in Europa macht. Und dieses muss aufhören. Und auf dem Weg muss man. Ich weiß, liebe Freunde, dass die Amerikaner das anders sehen, aber das ist eben das Problem, dass die europäischen Staaten im Grunde genommen nicht zu einer einheitlichen Lösung einer europäischen Friedensordnung finden und dass die Amerikaner geostrategisch daran kein Interesse haben. So ist es. Das Ergebnis kennen wir alle. Russland hat sich abgeschottet und es hat zu einer Politik zurückgefunden, die die Zaren schon formuliert haben, nämlich das Einsammeln russischer Erde. Und das dient natürlich auch nicht der Friedensordnung in Europa. So sind die Kriege oder die Auseinandersetzungen mit den Nachfolgestaaten zu verstehen und natürlich auch die Annexion der Krim. Liebe Freunde, vor kurzem ist ein großer Bundeskanzler verstorben und das kann man auch sagen, wenn es ein Sozialdemokrat war. Helmut Schmidt hat gesagt, und er hatte völlig recht, die Konflikte zwischen Russland und seinen Nachfolgestaaten müssen friedlich gelöst werden. Sie gehen die EU und Amerika nichts an. Partei, die diese Politik konsequent vertritt und die das deutsche Interesse in den Vordergrund außenpolitischer Entscheidungen stellt. Deutschland hat als Land der Mitte in eine Rolle zurückgefunden, die es lange, lange vor den zwei verheerenden Weltkriegen gehabt hat. Das bedeutet aber auch, dass es eine unabhängige Politik betreiben muss. Wenn wir die Ordnung von 1989 vollenden wollen, dann geht das nur mit Russland und der friedlichen Lösung der Konflikte der Russland mit seinen Nachfolgestaaten. Liebe Freunde, die Abhängigkeit von Amerika muss ersetzt werden durch eine klar national ausgerichtete Politik. Und dieser Formulierung, diesen Forderungen dient diese Resolution. Und damit keine Einwände kommen, sage ich gleich Folgendes. Das hat alles nichts mit der Westbindung zu tun. Denn Westbindung heißt, dass wir ein demokratischer Staat sind,
genauso wie viele westeuropäische Staaten. Ich plädiere überhaupt nicht dafür und die Resolution auch nicht, diese Westbindung, die innere Demokratie dieses Landes aufzugeben. Und der ganze Parteitag ist jetzt ein Beweis dafür, dass wir für diese innere Ordnung kämpfen. Aber, liebe Freunde, daraus folgt nicht, dass wir mit einem Staat wie Russland, der eine andere innere Ordnung hat, nicht gute Beziehungen, ja sogar freundschaftliche Beziehungen aufnehmen können. Sache der Russen. Es ist nicht Sache der NATO. Es ist nicht die Sache Amerikas. Und es ist auch nicht die Sache unseres Landes. Die Außenpolitik folgt der Staatsräson. Und unsere Staatsräson bedeutet, dass wir als Mittelmacht in Europa nur friedliche Situationen um uns haben wollen und dürfen. Und deswegen ist es richtig, an die Staatsräson anzuknüpfen. Und ich nenne hier bewusst einen Namen, Sie kennen das inzwischen. Das ist eine vernünftige Bismarck'sche Friedenspolitik, zu der wir in Deutschland zurückkehren müssen. Bismarck wurde als Botschafter in St. Petersburg gefragt, ob er auf immer in Russland leben würde, möchte. Und da sagte er, natürlich nicht, ich möchte in Preußen leben. Aber das hat doch nichts damit zu tun, dass wir mit Russland gut Freund sein können. Und dem Bismarckschen Satz sollten wir uns anschließen. Zur Abstimmung bringen, schließe die Debatte und bringe den Antrag so wie vorgestellt und mit der Ergänzung, ich lese ihn nochmal vor, die im Jahr 2012 abgebrochenen diplomatischen Beziehungen zur syrischen Arabischen Republik sind klar aufzunehmen zur Abstimmung. Wer für diesen Resolutionsantrag ist, den bitte ich jetzt um die blaue Stimmkarte. Danke, wer ist dagegen? Wer enthält sich? Dankeschön, damit ist dieser Antrag angenommen.